Es gibt wenig Orte in der Stadt Augsburg, die so emotional sind wie unser Standesamt. Jeder und jede ist irgendwann mal hier zu Gast. Hier wird geheiratet, hier wird die Geburt von Kindern angezeigt. Und das Standesamt ist, glaube ich, das Amt, das wirklich uns alle das Leben lang mit begleitet. Die Räumlichkeiten in der Maximilianstraße waren ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir hatten keinen Aufzug. Die Büroräumlichkeiten waren jetzt eher nicht so schön. Die Trausäle hatten das Flair vergangener Jahrzehnte. Und deswegen haben wir viel Geld in die Hand genommen. Geld in die Hand genommen, um das Standesamt in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Wir haben unter anderem hier auch Asbest gefunden. Deswegen hat der Umbau auch ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt ist alles schön. Mit Aufzug, damit man auch barrierefrei die Trauräumlichkeiten erreichen kann. Mit schönen, hellen Büros, frisch gestrichen, aufbereiteter Boden. Und ich glaube, das Standesamt ist jetzt richtig zum Wohlfühlen. Ab dem 9. Dezember können die Paare sich hier wieder trauen lassen. Und schon jetzt herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die als Erste hier Ja sagen werden. Mein Name ist Robert Brümmer. Ich bin der kommissarische Amtsleiter des Standesamtes. Wir freuen uns nun, dass wir nach 2 Jahren Bauzeit hier wieder in die eingestammten Räume des Standesamtes zurückziehen dürfen. Wir freuen uns auch, dass sich hier viele Veränderungen ergeben haben, die sowohl den Bürger als auch uns Mitarbeiter nützen. Zu erwähnen natürlich insbesondere ist die barrierefreie Erschließung mit den Rampen und dem Fahrstuhl. Aber ich möchte auch zum Beispiel den Innenhof nennen, der eben auch in der Mittagszeit dann für uns Mitarbeiter eine kleine Oase hier in der Innenstadt dann darstellt. Ganz besonders bedanken möchte ich mich eigentlich auch noch beim Herrn Burkhardt vom Hochbauamt, der diese ganze Bauleistung dann als Baubetreuung eben begleitet hat. Mein Name ist Armin Almendinger vom Büro Almendinger und Gerber aus Augsburg. Wir haben den Auftrag von der Stadt Augsburg bekommen, das Standesamt zu sanieren. Die Umsetzung einer barrierefreien Erschließung herzustellen und das EDV-Netz zu erneuern. Während der Baumaßnahme wurde im Standesamt Asbest festgestellt. Wir haben durch die Asbestsanierung ca. 4000 Quadratmeter Wände abgefräst und neu verputzt und gestrichen. Dieses hat uns auch die Möglichkeit gegeben, das Standesamt von innen her rückzuführen in eine historische Gestaltung. Durch den Asbest war es uns auch möglich, Bereiche, die man eigentlich nicht behandeln wollte, zu behandeln. Wir haben die Türen noch im Originalton gestrichen, wir haben Sozialräume wiederhergerichtet, wir haben die Toiletten modernisiert, die ganze Haustechnik wurde modernisiert und somit freuen wir uns, dass wir dem Bürger ein komplett modernes Standesamt, aber vom Eindruck historisches Standesamt übergeben können.